So, und weiter geht's auch schon. Pfeil wieder weg. Halt, nein, nein, nein. So. Mauszeiger ist wieder aufgeräumt und wir rennen jetzt schnell rüber wieder ins Gerudo-Tal, weil ich jetzt auch keinen Bock habe, mit dem Pferd zu reiten. Zu Fuß gehen ist eh gesund. Außerdem hört sich die Musik in Hyperspeed lustig an. Ach, ich dachte immer, die hässlichen Geister kommen nur, wenn man mit dem Pferd unterwegs ist. Auch gut. Nase ist wieder frei. Ich wollte mal kurz schauen, was jetzt noch fehlt. Grund des Brunnens sehe ich gerade, dass da noch was fehlt. Kann ich das jetzt hier schnell abrufen? Kakariko ist nicht fertig. Ach, ich glaube, die hinter Imbas Haus. Aber wir müssen dann als Kind, weil wir müssen jetzt, um in den Geisttempel zu kommen, eh nochmal als Kind. Ja, als Kind spielen. Und dann will ich hier gleich mal schauen. Im Gerudo-Tal. Quelle neben der Baumstammbrücke. Und Käfer zum Loch der Wundererbsen bringen. Naja, gut, das müssen wir dann noch machen. Dann schauen wir im Ding auch gleich mal nach. So, ich könnte mich entsinnen, dass hier eine Skulmi war, ne? Genau. So. Und hinter dem Zelt der Zimmermänner. Oder Zimmerleute. Ja, Zimmerleute. So, wie viele haben wir denn jetzt eigentlich schon? 84. Nicht schlecht. Ein Herzteil fehlt uns noch. Dann haben wir so ziemlich alles. Und der steht auch Jahr und Tag da dran, da draußen rum. So, reden wir mal mit dem. Ich bin Handwerkermeister. Es waren Gerudos, die die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollten lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Klar kann ich das. Okay, der warf immer nur dasselbe. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Die zwei Herzteile haben wir. Genau. Im Todeskrater fehlt uns noch eins. Also das fehlt noch eins, zwei, drei und dann vier. Genau. Passt, wir haben nichts vergessen. Eins fehlt jetzt noch und ich werde gerade auf Skype angeschrieben, sehe ich gerade. Eins fehlt uns noch, dann sind nur noch vier übrig. Dann fehlt uns noch ein Herzcontainer und den bekommen wir im Geistertempel. Perfekt. Ich guck mal kurz, was auf Skype da jetzt los ist. Von was? Ja, der liebe Alex hat mich jetzt gerade angeschrieben, er will die Server-IP nochmal wissen. Jetzt muss
muss ich hier mal gucken, dass wenn in Skype irgendwas passiert, dass ich das sehe. So, wir sind jetzt hier in der Gerudo-Festung. Kein Tor, keine Sicherheit, gar nichts. What the fuck? Halt, bleib wo du bist. Nein. Wow. Bautsch. Voll auf die Fresse. Weichei, hinein mit dir. Und halt die Klappe. Aber nicht die Klappe halt, das überlässt immer noch mir. Ja, ja. Muss auch mal Ruhe geben. So, ich muss hier mal kurz jetzt irgendwie den Server wieder anmachen, weil der liebe Alex jetzt irgendwas will. So. Ich hoffe, man merkt es nicht, dass es dann irgendwie rumleckt oder so. So. Gut. Der öffentliche Server ist an. Ja, jetzt ist es wieder... Ja, es kommt davon, wenn man in Skype online geht. Kannst du mal aufhören, da so rumzuschnaufen. Das ist ja ekelhaft. So, jetzt muss ich jetzt kurz machen und dann ist hier Ruhe. Doppelpunkt 10. So. Und jetzt will ich nichts mehr hören. So, dann gehen wir mal wieder in die Freiheit, ob die mich hier einsperren. Ja. Oder nicht, das ist mal wascht. Will er denn nur noch? Ja, das ist der öffentliche Server. Und jetzt kommt mein Lieblingshobby, und zwar die Weiber hier abzuballern. Ich finde das so genial. Man schreit doch nicht so, bist du bekloppt? Ist immer eine gute Idee, wenn man versucht auszubrechen, rumzubrüllen. Wie so ein Gestörter. So, lass ich erst nochmal jetzt hier. Realtek öffnen und meine Güte. So, jetzt fragt er mich, ob ich den LPT-Server anmache. Den mache ich natürlich nur an, wenn wir aufnehmen. Also, denkt denn der? So, hey, Kleiner! Dich meine ich. Schau hierher in die Zelle. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind hier auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterin. Hey, pass auf! Ihre verwundbare Stelle ist, wenn sie diesen komischen Supersprung da macht. Am Rand muss man aufpassen, weil sonst hat man nämlich sofort verloren. Ruhe jetzt. Na also. Ah, okay. So, ich hoffe, dass es jetzt keine Störungen mehr gibt. Jetzt muss ich allerdings immer mal schauen, was die da auf dem Server treiben. So, dann lassen wir den Jungen mal raus hier. So. Hallöle! Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim.
Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Jo gut, dann verzisch dich, Junge. Da. Nummer 1. Dann geht's hier raus. Über den Parkhof hier und da wieder rein. Dann hier hoch. Ach so, ja, die verzupft sich. Dann hier durch und hier wieder raus. Genau, dann sind wir hier. So, die dreht sich um, stellt sich so her. Dann warten wir. Die dreht sich um. Und dann kommt Link und schlägt kalt und gnadenlos zu. Es gefällt mir. Voll am Abfrecken. So, gleich mal Schwert rausholen. Hey, Kleiner. Wer ist hier klein? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Ja, das haben wir doch schon gehört. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Wir freuen uns bitte alle. Ja, ja. Ja, die Alte kann mich jetzt mal. Jo, das, was ihr hier gerade gesehen habt, das ist hier ein komischer Supersprung da. Damit hat man sofort verloren. So. Na, Mutti, was ist denn los? Schlüssel? Schlüssel. So, du kannst jetzt mal noch warten. Und ja, man muss die Typen befreien. Weil man da natürlich auch was für bekommt. Ich wollte Herzen bekommen. Gibt's dann wahrscheinlich hier, oder? Perfekt. So. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für deine Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleib lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Ja, sicher. Und wie kommt der jetzt eigentlich raus? Da draußen stehen 100 Leute rum und verhaften einen und der marschiert einfach lalala da raus. Fragwürdig. So, gehen wir mal hier. Hui, wenn ich jetzt nämlich zurückgegangen wäre, dann hätte mich die Alte da unten gleich gesehen. Okay. Das war jetzt Nummer 2. Ich muss jetzt geradeaus. Dann hier und hier so im Zickzack. Dann komme ich zu Nummer 3. Reden, ich weiß zwar nicht, woher du bla bla bla. Moment. Na, Mutti, bist du ja wieder da. Na komm. Ja, der hast dich eingefangen. So, den hast du dir auch gefangen. Und die hast du dir auch gefangen.
So. Ja, komm mal raus hier. Danke, Junge. Du bist super. Ich bin George, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Sicher. So. Wir müssen da rausgehen wieder. Und ich glaube jetzt. Wird's etwas knifflig. Wir müssen den Weg wieder zurück, das heißt hier hochklettern und hier rein. So. Dann können wir uns darüber ziehen, vollkommen unentdeckt, obwohl der Kerl da rumschreit. Und gehen raus. Dann raus, da lang, darunter. Jo, und jetzt brauche ich unbedingt den Schild wieder. Weil ich mich nämlich jetzt hier verstecken muss. Was? Ich hab die gerade abgeknallt. Toll, ist ja mal übelst der Witz, ey. So, bang, Headshot. Mann, ey, das kotzt mich jetzt gerade schon wieder voll an. Bang, nochmal Headshot. Ich hab die abgeknallt. Man hat das Geräusch noch gehört, dass ich die abgeknallt hab, ey. Lustig. So, da runter brauchen wir gar nicht, dann gehen wir hier rein gleich. So. Dann sind wir wieder hier, dann müssen wir wieder hier runter und da rein. So, dann verstecken wir uns hier und diesmal, wenn sie kommen, dann wird sie gleich abgeballert. So. Messer raus.